Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 7. Juni 2021. Und es gibt eine Reihe spannender Nachrichten und eine ganze Menge Nachrichten aus USA. Aber wir fangen erstmal wie immer mit Schottland an. Und da gibt es eine Nachricht von Glenallachie. Die haben nämlich eine neue Serie, die sie auf den Markt bringen. Und die neue Serie heißt Glenallachie Wine Cask Series. Also es geht um Weinfässer. Die ersten drei Abfüllungen haben wir in Grata Macro. Das ist ein Wein, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob ich es richtig betont habe. Ich kenne den Wein auch nicht. Dann Sauternes-Weinfässer und Rioja-Fässer. Also Barrique-Fässer. Jeweils auf 6000 Stück limitiert, weder kühlgefiltert noch gefärbt, so wie man es kennt. 48% Alkohol und natürlich auch bei whisky.de erhältlich. Dann haben wir noch eine Nachricht von Signatory Vintage und die bringen den Benevis Single Cask Seasons Spring Bottling 2021 raus. Finish in Ex Sherry Butts, 50,2% Volumen ohne Kühlfilterung, ohne Färbung, limitiert auf 820 Flaschen und natürlich auch bei whisky.de erhältlich. Dann haben wir eine Erweiterung in einem irischen Sortiment und zwar von Kilbeggan. Die bringen den Black und zwar wird das eine dauerhafte Ergänzung des Sortiments von diesem getorften Kilbeggan. Also es ist ein Whisky mit einem Hauch von Torf, Rauch und hat diese irische Weichheit bei Kilbeggan, 40% Volumen und natürlich auch bei whisky.de erhältlich. Und dann geht es schon weiter mit USA. Dann haben wir die Koval Distillery. Ja, gibt es jetzt eine Limited Edition exklusiv für Deutschland. Drei limitierte Single Barrel kommen nach Deutschland. Ein Bourbon, ein Rye und ein Wheat Whisky. Sowohl der Bourbon als auch der Rye wurden mit 50% abgefüllt. Der Wheat hingegen mit 47%. Alle sind nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert und auch bei whisky.de erhältlich. Dann bringt Heaven Hill, die machen ein Unveiling, also ein neuer Look für den Evan Williams Small Batch Bourbon. Sie kehren zur früheren Abfüllstärke zurück, also 90 Proof. Im europäischen Raum nennt man das 45%. Die Mashbill bleibt aber unverändert. Und der neue Look wird Ende dieses Monats zuerst in den USA eingeführt, aber der wird dann irgendwann auch in den internationalen Märkten kommen. Dann hatten wir mal eine Nachricht bei Jim Beam, dass dieser neue Jim Beam Peach rausgekommen ist mit Pfirsich und jetzt kommt der Jim Beam Orange auf den Markt. Der ist wieder so ein Cocktail-Whisky und ist eine Kombination aus Orangenlikör und dem Jim Beam Kentucky Straight Bourbon. Habe ich noch nicht probiert, ich kann dazu leider noch nichts sagen. Dann gibt es einen neuen Old Forester Rye Single Barrel, der auf den Markt kommt, nicht gefiltert und in Fassstärke mit 127 Proof, das sind 63,5% Volumen, also ein richtig, richtig starker Whisky. Und es gibt ein neues, innovatives Roggenrezept dafür. Und ist ein bisschen eine Abweichung, kommt erstmal in den USA. Und wir hoffen, dass es dann auch irgendwann mal noch in den europäischen Märkten folgen wird. Dann war es das mit USA und jetzt geht es weiter im internationalen Bereich. Und da gehen wir erstmal zu McMurra. Die bringen nämlich den McMurra Brooks DLX in der Moments Series raus. Also der DLX ist so wie der normale Brooks, aber er ist etwas länger drin gelagert, zwischen 9 und 14 Jahren. Es handelt sich um frische Ex-Bourbon-Fässer, frische Oloroso und schwedische Eichenfässer. Limitiert auf 1999 Flaschen, 46,6% Volumen und kommt auch im Laufe des Monats auf den Markt und auch natürlich bei whisky.de. Dann haben wir so eine kleine Firmenübernahme in Deutschland und zwar Sylt Whisky wird Teil der Landnahmer Distillerie. Das war so ein Projekt mit so, ich weiß nicht wie es war, einigen Leuten, die hatten so ein Schiff, The Angels Share, und die hatten auf diesem Schiff eben Whiskyfässer von Sluice und hatten die damit gereift auf dem Schiff. Und jetzt wird
dieses Schiff, The Angel's Share, eben auf dem oberbayerischen Tegernsee fahren. Es wird restauriert und das wird dann in Zukunft ja ein Besuchermagnet mit einem Ausflugsschiff auf dem Tegernsee, so wie ich das verstanden habe. Sehr interessante Geschichte. Und als letztes gibt es noch eine kleine Nachricht im eigenen Sinne. Wir haben unsere eigenen Marken, den Horst Lüning Whisky und den Highland Kettle, ein bisschen Revue passieren lassen, haben gesehen, okay, was haben die Leute für Feedback gegeben, unsere Kunden, unsere Leute unter den Videos. Es gab auch ein paar andere YouTuber, die Whiskys sich angeschaut haben und bewertet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das Label vom Highland Kettle ist nicht ganz so gut angekommen. Da werden wir mal eine kleine Überarbeitung machen. Und jetzt haben wir ein paar überarbeitete Labels uns mal überlegt. Und über die kann man jetzt abstimmen. Da wäre es schön, wenn ihr uns dazu Feedback geben würdet. Und die Abstimmung ist der erste Link in der Beschreibung. Ihr müsst euch bei Google anmelden. Also ihr schaut sie auf YouTube. Von daher habt ihr hoffentlich einen YouTube-Account. Und da könnt ihr dann anmelden. Da geht es darum, dass nicht so viele Leute zweimal abstimmen und dadurch die Abstimmung verfälschen können. Ja, das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.